Hey. Heute mache ich ein Video zum Thema Müllvermeidung bzw. Plastikvermeidung. Und der Anlass ist folgender: Ich bin ja hier in Thailand und hier gibt es ganz schön viel Plastik und sicherlich auch nicht viel mehr als bei uns. Aber der Kontrast ist einfach so stark, dass es mir echt viel mehr ins Auge gesprungen ist. Es gab auch eine Situation, wo an einem bestimmten Tag durch die Meeresströmung total viel Plastik an Land gespült wurde. Und wenn man das, als ich das so gesehen habe, da habe ich, ist mir das einfach nochmal so bewusst geworden, dieses Thema. Und da ich das sowieso schon seit langem praktiziere, wollte ich das einfach gerne mit dir teilen, dass ich einfach versuche, gar keinen Müll oder so wenig wie Müll zu produzieren. Und ja, hier ist es mir einfach nochmal richtig reingefahren und was da so in unseren Meeren, in der Natur so rumschwimmt und liegt. Und ja, und das ist einfach, es ist sinnvoll, Müll zu vermeiden, einmal um Ressourcen zu sparen. Dann mag ich auch sehr dieses Wort enkeltauglich, und es bedeutet einfach, dass ich meinen Kindern bzw. den Kindern all der Menschen eine Welt hinterlassen möchte, die, ja, in der sie gut leben können, so schön leben können. Und ich habe immer das Bild, ich will nicht, dass sie auf einem Plastikberg oder auf einem Müllberg irgendwie groß werden. So, ja. Hier wird halt auch viel Müll verbrannt, viel Plastikmüll verbrannt. Das ist einer der, ja, der unangenehmen Seiten irgendwie, wenn man da irgendwo sitzt und ja, dann riecht es so nach Plastik. Und ja, und ich möchte, also ich habe halt immer mal so Aktionen auch mitgemacht, Plastik, einen Monat plastikfrei, um einfach bewusst mir darüber zu werden, wie viel Plastik ich eigentlich verwende. Und ich möchte dir 5 Erfahrungstipps irgendwie mit auf den Weg geben, wie du Müll vermeiden kannst. Und wenn dir selber noch welche einfallen, schreib die gerne in die Kommentare. Und auch deine Erfahrung damit. Ich habe auf jeden Fall erstmal angefangen, Obst und Gemüse lose zu kaufen, beziehungsweise kaufe ich im Bioladen ein. Da ist es sowieso meistens, allermeistens gar nicht eingepackt. Also das kannst du probieren, einfach zu schauen, dass du ja, Obst und Gemüse lose kaufst und nicht diese großen abgepackten Versionen. Ja, und da spart man sich schon total viel Müll, gerade wenn man jetzt Rohköstler ist oder Frutarier. Da kauft man ja sehr viel Obst und Gemüse, und ich habe da eigentlich, ich habe da kein Plastikmüll mehr. Der zweite Tipp ist, dass du immer schaust nach der plastikfreien Variante. Also wenn du irgendwas einkaufst, Bohnen oder irgendwas, ganz egal, gibt es ja in Dosen und gibt es in Gläsern. Ja, und dass du einfach immer schaust, die Variante zu wählen, wo du am wenigsten Müll produzierst. Ja, das kann auch sein, dass man halt das Produkt wählt, wo nicht 3 Verpackungen drumherum sind, sondern nur eine Außenverpackung. Ist auch schon ein Weg, weil ich möchte also vermitteln, dass es geht nicht darum, irgendwie asketisch und kompliziert oder so, sondern das, was dir gerade im Moment leicht fällt, und dann dadurch, dass du dich dann erfreuen kannst, dass du den Müll weniger runterbringen musst oder dass du merkst, so, hey, das macht total Spaß, irgendwie keinen Müll zu produzieren, dass du dann immer weiter auf dem Weg bist und ja, dass von alleine kommt, dass es immer weniger wird. Ja? Je mehr bewusst du darüber wirst, wie viel du eigentlich produzierst und dass es möglich ist, das zu vermeiden, ja, dadurch wird es dann immer weniger. Tipp Nummer 3.
Tipp Nummer 3 ist, dass du halt, habe ich eben schon angedeutet, Mehrwegvarianten wählst. Also sei es, wenn du noch Wasser in also Wasser trinkst aus Flaschen, dann wähl doch die Variante im Glas. Da produzierst du keinen Plastikmüll, auch wenn die wiederverwertet werden, sind die trotzdem irgendwann Müll. Ja? Und Glas kann da viel leichter abgebaut werden, umweltschonender. Und ja, also wähl die Glasvariante, auch Obst und Gemüse in Gläsern, alles was du in Gläsern in Mehrweg bekommen kannst, ist ein Daumen hoch oder zwei Daumen hoch. Genau. Dann finde ich super, immer einen Stoffbeutel dabei zu haben, beziehungsweise einen Rucksack, in dem man die Sachen reintun kann. Dann muss man sich keine Plastiktüte kaufen, wenn man vorne an der Kasse steht. Und das ist auch hier in Thailand einer meiner Lieblingssätze. Mai Sai Tun heißt, ich möchte keine Plastiktüte, weil die alles Obst und alles, wenn man was kauft, halt in Plastiktüten packt, auch nochmal einzeln und klein und so. Und ja, ich habe einfach immer einen Beutel dabei oder einen Rucksack und packe da alles rein und dann spare ich mir diese Plastiktüte. Genau. Der letzte Tipp ist eigentlich der wertvollste, finde ich, dass du auf verarbeitete Lebensmittel verzichtest. Das heißt Fertigpizza, das heißt fertiges Essen abgepackt oder Käse und Fleisch und was weiß ich. Mach es selbst. Selbstgemachte Lebensmittel mit möglichst unverarbeiteten Lebensmitteln. Da weißt du, was drin ist. Du packst deine ganze Liebe da rein und das finde ich total schön. Ich habe irgendwann mal gemerkt, ich war eine Weile relativ häufig außerhalb essen, dass mir da irgendwas fehlt. Und dann habe ich gemerkt, so, ich weiß gar nicht, was sie da ran machen. Ich weiß nicht, und ich kann halt meine Energie da reinstecken in das Essen, wenn ich meine Lebensmittel selber mache. Und wenn du halt das Obst und Gemüse lose kaufst, dann halt selber daraus was kochst, dann hast du einiges an Müll gespart. Also die möglichst unverarbeitete Lebensmittel zu essen ist einerseits sehr gesund und andererseits gut für die Umwelt, weil du halt keinen Müll dadurch produzierst. Genau. Ja, und dann bin ich gespannt über deine Erfahrungen. Wie gesagt, schreib es gerne in die Kommentare. Und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Video wieder einschaltest. Alles Liebe dir. Ciao.